Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen und ja auch meine lieben Rollenspielfreunde. Wir sind immer noch unterwegs hier mit Catherine und wir haben beim letzten Mal es wieder aus dieser Verderbnisfestung herausgeschafft. Ich bin jetzt gerade eben bloß am Gucken, was ich jetzt hier noch gerne wegpacken möchte. Ja, ich verkaufe jetzt ein paar Dinge, von denen ich der Meinung bin, dass ich sie nicht brauche. Das ist an und für sich eine nette Waffe, aber was bringt mir das da? Moral für die Gewandtheit. Vielleicht sollte ich das Ding mal behalten und nicht immer diesen blöden... Also ich benutze diesen Stab ja gerade gar nicht so wirklich. Tempo für Anarchie ist eigentlich auch nicht schlecht. Knochenstiefel. Oh, die behalte ich auf jeden Fall. Widerstand plus 10 für Untote. Ey, das ist echt gut. Ein edles Gewand. Mehr Führerschaft, ja. Führung, Rittergürtel, ungewöhnlich. Ja, das ist halt das Zeug für den Ritter. Maximilians Handschuhe, wie gesagt, ich werde dieses Zeug nicht benutzen. Maximilians Gürtel, ich werde dieses Zeug nicht benutzen. Da könnt ihr auch noch so oft schreiben, benutze es doch mal oder guck es an. Ich habe es mir angeguckt, ich will es nicht benutzen für meinen Charakter, Punkt. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob die mir was bringen können. Hier die Banditen, was ist das hier nochmal? Die Macht der Magie, seltener Gegenstand. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Mana-Limit. Ja gut, das mit dem Mana-Limit ist jetzt nicht so unbedingt so entscheidend. Dann habe ich hier noch ein bisschen Gedöns. Jetzt haben wir 105.000. Ey, zum allerersten Mal haben wir richtig Asche. Ich habe noch einige Items. Ganz im Ernst, ich bin es eigentlich geistig drauf und dran zu sagen, ich möchte jetzt hier diese Untoten-Sachen mir noch holen. Und mir noch mehr Untote holen. Vielleicht kitzeln wir aus diesen Untoten echt noch ein bisschen was raus. Weil ich könnte jetzt auch hergehen und einfach sagen, warte mal, was ist das nochmal für ein Stab? Achso, das ist der Stab. Erhöht die Heilungseffektivität um 20%. Ja, das ist ja echt witzlos. Ich könnte diesen Beehänder jetzt hier mitnehmen. Tempo für Anarchieeinheiten. Das ist halt dann noch für die Untoten ganz praktisch. Dann verliere ich halt das da. So, jetzt gehen wir unter die Räuber, Leute. Jetzt sind wir ja ohnehin schon so ein bisschen. Das sieht so aus, als ob er dieses Beehänder halt voll im Kreuz stecken würde, ne? Muss doch wehtun. So, jetzt gucke ich mal, was ich an diesen untoten Items hier mir holen kann. Das heißt nicht, dass ich die anderen Items dadurch jetzt hier gleich verkaufe. Die haben ja zum ersten Mal richtig Geld. Aber ich möchte die Untoten jetzt einfach mal ausprobiert haben. Und ja, mir ist aufgefallen, dass jemand von euch schrieb, ein inzwischen sehr, sehr treuer Zuschauer hier dieses Projektes, wie ich schon gemerkt habe, dass ich in der Stadt, wo ich die Anarchieeinheiten kaufen kann, etwas übersehen habe. Da hätte ich mich scrollen können. Das habe ich tatsächlich übersehen. So, absteigen. Und die Paulin ansprechen. Ach nee, warte mal. Oh, oh, oh. Tiara des Erzmagiers. Das brauche ich ja nicht. Sag mal, was ist denn... Ich kann das nicht anwählen. Jetzt kann ich es anwählen. Die Knochenkrone. Kritische Treffer für Untote. Bitte kaufen. Und mehr Schaden durch Untote. Der Knochenzauberstab. Jawohl. Das wollte ich gerne haben. Das ist das Erzmagier-Gedöns. So. Dann brauche ich eigentlich sogar das gerade eben gar nicht. Also ich werde jetzt hier meine Untoten verbessern. Ja, also ich weiß gar nicht, warum die mir nicht mehr trauen. Wobei das sorgt... Ja, ich werde die anderen Items nochmal ein bisschen behalten, falls ich nochmal irgendwas mit den Dingens mache. Aber wir wandeln uns jetzt so ein bisschen zur apokalyptischen Reiterin hier. Einfach, weil ich sie alle hasse. Ich verstehe langsam aber sicher, warum das Mädel so eine unglaublich sarkastisch-zynische Art hat. Man kann es irgendwann mal echt nachvollziehen. So, wir gehen hier hin. Und dann schaue ich mir mal an, was wir da für Untote, beziehungsweise was für Anarchieeinheiten bekommen. Und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. So. Denn bis jetzt habe ich ja nur ein paar Skelette dabei. Also die Skelettbogenschützen. Aber da geht sicherlich noch ein bisschen was.
Have mercy. Hey, heard the new joke about the savior of Nostria? We've heard all the savior. Die machen die ganze Zeit Witze über den Retter von Nostria, ne? Und haben überhaupt keine Ahnung, dass die Welt kurz vor dem Abgrund steht. Und irgendwelche dunklen Mächte da ordentlich an diesem Stuhlbein sägen. You know what I think when I look out from here? Yes. So. Dup, 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 dup. Tatsache. Da kommen die dunklen Adepten an. Oh, ich bin so kurz davor, mehrere davon nehmen zu können. Okay, ich schmeiß mal euch da raus. Aus der Riege. Die dunklen Geister. 480. Das sind halt immerhin schon mal 5. Ich möchte sie jetzt dann doch nochmal ausprobieren. Die Skelettspeerträger sind es eigentlich nicht mehr wert. Aber wir haben jetzt schon bessere Ghule. Also die hole ich mir noch nicht. Ne? Ich bleibe jetzt erstmal bei den Untoten. Undead Style soll es jetzt sein. Habe ich eigentlich noch mehr Items, die mir jetzt hier Untoten-Gedöns bringen? Ja, hier. Widerstand für Untote. Meine Stiefel da unten. Who cares? Na, Zauberkraft, arkanes Wissen, plus 10 Untote Widerstand. Ja, das ist halt doppelt so viel Widerstand. 2 und 4. Und das halt nur ja, 2 und 5. Also es ist ein Punkt Unterschied. Spielt aber nicht so wirklich die große Rolle. Jetzt gebt mir noch die Hosen und das Hemd, meinetwegen. Und dann bin ich ein glücklicher Untotenbeschwörer. Das ist auch, glaube ich, ein Set, ne? Ja, 3 von 6. Wenn verbündete Einheiten Schaden verursachen, erhalten sie 25% des Schadens als Gesundheit zurück. Also es ist so eine Art Vampir-Set, könnte man sagen. Aber halt nur, wenn man halt alles hat. Das Problem ist halt bloß, ich habe keine Ahnung, wo man das alles herbekommt. Jetzt könnte ich natürlich, inzwischen gibt es ja für überall Lösungen, danach suchen, aber ich versuche sowas zu vermeiden. Ich glaube, ich sollte diese alten Ghule mir auch holen, um sie einfach mal auszuprobieren. Vielleicht sind sie es wert. So, jetzt haben wir zwei Fernkämpfer. Jetzt brauche ich auch mal ein paar Nahkämpfer. Die Gespenster haben sich mal wieder als so richtig nutzlos erwiesen. Echt jetzt? Du hast so wenig Zombies? 690. Also ich bin von diesen Gespenstern halt bis jetzt nicht so richtig überzeugt. Die sind so paper. Die sterben halt ständig, ne? Warte mal, nein, 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 nein. Hier oben in diesem Sumpf. Das ist der Arsene. Oder hatten wir noch woanders Untote? Wir hatten noch woanders Untote. Ich muss bloß rauskriegen, wo. Wir jumpen mal dahin. Ich weiß auf jeden Fall, dass es im Sumpf war. Und da gab es, glaube ich, auch diese... Halt, ich weiß wo. Aber jetzt gehen wir erstmal in den Sumpf. Da, wo wir den, die Mumie gesehen haben. Da waren auch untote Einheiten. Aber jetzt gehen wir erstmal in den Sumpf und gucken, was der hat. Ich brauche ja irgendeine Art von Einheit, um zu tanken. Warte mal, eine habe ich ja schon. Da sind sie doch. Was kostet ihr eigentlich? 1000! Also ich bin 30 Punkte davon entfernt, noch eins zu haben. Das ist also der Moment, wo man sich überlegen könnte, halt doch noch ein Item aufzusetzen, das einem 30... Führerschaft gibt, aber... Der wurde nachträglich reingepatcht. Aber sicher. Der war vorher noch nicht da. Oh. Fährt langsamer. Ey, ohne Witz. Du kannst den Gaul nicht irgendwie stoppen bei sowas. Der Charlie steht da immer noch rum. Ich gehe mal lieber zu Fuß. Vielleicht kann ich nochmal irgendwas mit ihm reden. Also man merkt, sie haben das Spiel gepatcht. Ja, was ist jetzt mit dir? Gar nichts. Du chillst jetzt hier dein Unleben.
Hä? Wo ist jetzt dieser olle Händler da hinten? Mal, finde ich dich noch? Da ist er, ey. Also ganz im Ernst, mehr verstecken hätte man denn auch kaum können. Captain Kiefer los. So, alte Gule. 5 Stück rein. Was kostet einer? 540. Ja. Das dürfte gerade eben so ziemlich abdecken. Die Zombos kosten halt nur 200 und sind deswegen eigentlich schon unten durch. Aber ich nehme sie mal einfach so als Lückenfüller. Und schon sind wir wieder 30.000 Geld los, ne? So schnell geht's. Das Gute ist, ich kann jetzt tatsächlich diese Schnellreise benutzen. Das gefällt mir. Ja, das Spiel will immer noch, dass ich das hier mache. I don't see this coming. Zumindest nicht im Moment. Dafür will ich nochmal ein paar Einheiten erstmal leveln. So. Gucken wir doch mal da unten. Genau, du hattest nämlich hier nochmal ein paar von denen. Die alten Ghoul. Okay, er hat einfach nichts wirklich Besonderes, ne? Also er hat halt hier die Todesritter, die aber auch durch hier noch limitiert sind. Die alten Ghule, unbeschränkt Gespenster. Ansonsten nichts, was mich jetzt hier voll abholt. Boah, ich kam tatsächlich durch. So, dann hole ich mir mal den nächsten Anarchiepunkt. If you don't mind. Da nämlich. Für die nächste Queste. Ich glaube, da kann ich auch kurz zu Fuß hinlaufen. Bis ich da den Gaul ausgepackt habe. Jetzt ist die Moral plötzlich nicht mehr so. Wisst ihr, wenn ich da drin bin, lächeln die alle wie Sau. Und wenn ich da draußen bin, seht ihr das? Eher so verhalten. Seltsam. Here's the tabula. I hope I won't be disappointed with the reward. Thank you. You'll get your reward this instant. You've been a great help. I agreed to help you, but Didier was quite distraught over this tabula. Can you at least cover his losses? No problem at all. Do you really think we're so cruel? We'll just make a quick impression of the tabula, and you can return the original to its owner at once. We'll even clean it for you. No one will search for something that's already there, and everyone will be content, right? Okay, 500 Gold und 2 Anarchiepunkte. Das war die gesamte Belohnung? Wow. Okay, immer noch mal ein bisschen XP, aber trotzdem, also viel war das nicht. Level 22. Das ist etwas, was ich gerne nehme. Also, wir machen jetzt das da, haben nochmal 3 Punkte jetzt hier über. Erhöht den Schaden regelmäßiger Zaubereffekte. Ja. Nehme ich auch noch gerne mit. Dann... Erhöht die siegreiche EP in Kämpfen von Einheiten. Alle mehr Rüstung. Held erlangt Kriegskunst. Erhöht halt nochmal den Schaden, den die Einheiten machen, ne? Alternativ könnte ich jetzt auch nochmal hergehen und mal ein bisschen mehr Loot holen. Belohnung aus Beutekisten um 5%. Ach, das sind so Sachen, die mag ich einfach überhaupt nicht. Die erste Runde mehr Widerstand. Ich spare. So, der Witz an der ganzen Sache ist, dass ich jetzt tatsächlich einen mehr von denen hier benutzen kann. Also ich kann jetzt gleich schon wieder zurück und mir nochmal so einen Knochen-Charlie holen. Aber halt nur einen. Aber ganz im Ernst, die halten ganz schön was aus und deswegen bin ich der Meinung, sind sie es wert. Also die sind richtig tanky. Hey, da ist nochmal eine Quest aufgegangen. Genau, das ist mit dem Didier, die Tafel zurückbringen. Aber erst will ich die Einheiten haben. Übrigens finde ich, sehen wir jetzt schon irgendwie ziemlich... dark aus, also richtig cool.
durch dieses ganze Knochen-Outfit, was wir jetzt hier haben. Das gefällt mir. Ich würde mir halt wünschen, dass man halt noch mehr von dem Zeug finden kann. Also schneller. So. Na also. Gefällt mir. So, ich weiß ja, dass ich da durchpasse. Dann gucken wir mal gerade auf die Map. Also ich kann das Ding hier immer noch... Ach ne, zerstört den Witwenkuss. Aber was ist, wenn ich das gar nicht will? Hier sind auf jeden Fall die Dinge aufgegangen. Also ich bringe jetzt erstmal die Tafel an den da. In Burg Ardenne. Warum auch immer er in Burg Ardenne ist. Aber er kann da ja sein. Weil ich es geklärt habe. Ach nee, der ist da unten. Ups. Upsi. Here's the tabula. A rather exquisite one, too. Have you read it? The formula is a valuable secret, but not everyone knows how to read it. What am I blathering about? Thank you so much for your help. You're my savior. Nothing but words. That's about what I expected. Nummer 200 Erfahrung, 500 Gold. Rekrutierte Wächtergolems erhalten. Yes! Und es gab ein Achievement, ich habe aber nicht gesehen, welches. Ich habe gerade eben nach links geguckt und unten rechts ploppt das Achievement auf. Egal, wir haben nochmal so einen Wächtergolem bekommen. Dann. Es gibt hier nochmal einen Loot. Hä? Warum ist da auf einmal ein Versteck? I don't get it. Wir sind da drin auch noch auf gar keinen Fall fertig, möchte ich mal betonen. Jetzt porten wir uns erstmal nochmal irgendwo anders hin, wo wir noch was Sinnvolles tun können. Hier ist halt auf einmal plötzlich was. Ich möchte mal mit dem Sachs reden. Beziehungsweise gucken, was der Sachs eigentlich von mir will. Wir gucken nochmal ein Journal. Ja, das mit Dupont Söldner. Nehmt Dupont fest. Ja, das hängt alles miteinander zusammen. Das ist mir schon klar. Das sind alles Dinge, die mir nicht weiterhelfen. Witwenkuss. Aber ich will's doch gar nicht zerstören. Nee, ich möchte das hier definitiv nicht machen. Also wo ist denn jetzt hier die andere Lösung? Ich kenne sie anscheinend noch nicht. Also offensichtlich kenne ich das einfach noch nicht, was ich da tun muss. Denn ansonsten würde es mir wahrscheinlich irgendwo angezeigt werden. Und jetzt möchte ich wissen, was oder wer dieser Sachs von mir will. Hey, wait! What is it? Our last meeting left me less than pleased. I know, but please listen to me. Parnak is in big trouble. Again? I thought Molino wasn't going to cause trouble anymore. They've got a new disaster on their hands. Parnak's been taken over by bandits. We've got to help them. Why do you care? I'm ashamed of what I've done. I'm not a bad guy, but Amanda told me the village has been occupied by bandits, and then rushed to help them. But what can she do? Okay. Dann halt nächste Quest. Findet der Mann da, ja. Na gut, dann reiten wir halt dahin. Aber warte mal, ich will die Quest auch aktivieren. Die Rückkehr nach Parnak. Tatsächlich können wir mal wieder hier eine kleine Quest machen in dem alten Gebiet. Ich finde es nur schade, dass ich halt da keine Möglichkeit hatte, diese Quest vielleicht früher zu machen, um einfach leveltechnisch vielleicht auch mal nicht immer so hinterher zu sein, weil das ist ja das eigentliche Hauptproblem, was ich die meiste Zeit hatte, dass ich gefühlt hinterherhinkte mit den Levels. Ich hätte übrigens gerade porten können. Hab mich dagegen entschieden. Ich weiß.
Witwenkuss möchte ich noch nicht zerstören. Ich möchte noch so eine Anarchie-Option dafür finden. Wie gesagt, inzwischen will ich dieses Königreich brennen sehen. Nee, das ist falsch. Jetzt nehmen wir mal doch diesen Weg hier. So. Parnak ist ja gleich da drüben, da brauche ich gar nicht mehr aufsitzen. Oder zumindest, was in Parnak übrig ist. Ja, sieht schon so aus, als ob die hier auf jemanden warten würden. Wobei, nee, das ist was anderes. Ich guck gleich mal, was ihr da drüben wollt. Aber ich muss Amanda finden. Ach, hier drin ist die. I'm terrified. That Bonnie is Loggy's bones. Fair talk. You're here. Did you come to help us? I met Sax. He told me about your misfortunes. Oh, that's Sax. I asked him to bring golems. But since you're here, you must already know what happened. All he said was that the village has been occupied. But when, by whom, and how many? This is terrible. The bandits have taken the villagers hostage, and Bernard is there too. Some Bonnie lady is said to be in charge. I wanted to talk to them, but I got scared. There's nothing left for us to do but to watch and wait. Na dann. Hat's also doch was mit den Typen auf der Brücke zu tun. Und ich habe mich schon gewundert. Ach komm, ich möchte jetzt hier nicht mehr warten. Pferdchen, komm aus dem komischen Gerümpel. Und lass uns das da unten mal näher in Betracht ziehen. Aus dem Weg. You ain't no village simpleton. Bonnie. Wait a second. Oh, it's you. Oh my, I never thought I'd see you again. Yes, Ulagi's paths are tangled. I'd been hoping you would cherish your freedom. Alas, that is out of the question. We need this village. I'm going to turn it into a den. One as good as Bludgeon's. You'll see. I came all this way for Parnak and its villagers. They... Well, you could say I have attachment issues. Just go. I'm asking nicely. Just this once. Really? Well, neither I nor my boys agree with you. Right, guys? Das scheint keine... Also das wäre jetzt eigentlich auch wieder so eine typische Entscheidung. Aber das Spiel macht keine draus. Na gut, dann gibt es jetzt halt... You want a piece of this? Ja, was? Hä? Okay. So that's what you think, is it? I've only just found this new home, and I'm not leaving. No way. Seems I'm not getting through to you. Keine Ahnung, warum das jetzt nochmal ein Gespräch war. Hätte ich nochmal zurückgehen können? Keine Ahnung, ich hau es jetzt weg. Zumindest werde ich es versuchen. Mhm, interessantes Terrain. So, ich tausche euch hier aus. Und euch hier aus. Und mit dir gehe ich dahin und dann kann ich mit euch dann hier diesen Taunt machen. Wow! This was a quick one. Sag mal, wie weit kann denn der reiten? Ey, das ist jetzt einfach nur noch blanke Verarsche, oder? Also das ist ja jetzt nur noch blanke Verarsche. Der reitet dann einfach mal komplett durch von hinten und killt mir die Einheit dann einfach mal so. Oh, ey. Wisst ihr, und manche von euch fragen sich vielleicht, warum regt der Murp sich auf über dieses Spiel? Genau deswegen. Jetzt will ich nur mal gucken, gibt es da noch irgendwie eine Gesprächsoption? Ich glaube nicht. Also ich schaue mir das nochmal... Pferd, komm da raus, ich kann da nicht hin.
Ich guck mir das nochmal kurz an. Ob ich da nicht vielleicht doch mit denen da drinnen reden, eine Vereinbarung treffen. Ihr wisst schon. Parley. Aber ich glaube nicht. Nee. They've only just begun settling in the new village. Why is Parnax? Komisch, dass ich jetzt hier wirklich keine andere Entscheidung treffen kann, sondern mehr oder weniger dazu gezwungen bin, diesen Kampf zu kämpfen. Na dann. Probieren wir es halt dieses Mal, ohne dass die mich gleich hier niederreiten, ne? So. Rühre ich die halt auf die Pelle, Mädel. Weil ich habe ja keine Wahl. Okay. Also, ich sehe jetzt ja, der kommt überall hin. Was schon echt krass ist. Das ist wirklich sehr krass. Ey, ohne Witz, wie weit kommt der denn? Jetzt macht sie sogar noch extra Damage. Also wenn sie die jetzt auch killt, dann hau ich einfach ab. Sorry, aber es wird einfach nur noch lächerlich. Also das ist einfach nur noch lächerlich, was ich jetzt hier gerade eben erlebe. Das sehe ich einfach nicht ein. Es ist einfach so dumm. Weißt du, du kannst nichts machen. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch andere Einheiten habe, mit denen ich vielleicht zuerst dran bin. Aber wisst ihr so, ich würde ja gerne mal Untote spielen, aber Spiel sagt, nee, das haben wir nicht so gedacht, dass du eine freie Wahl hast. Mal überlegen. Nehme ich jetzt mal selber Banditen. Banditen gegen Banditen. Die sind sehr früh dran. Die sind auch sehr früh dran. Und wen könnte ich denn noch hier zu den Banditen hinzufügen? Die Zombies rocken mich da ja nicht so in dem Gesamtkontext. Probieren wir mal das. So that's what seems I'm not getting. Im Zweifelsfall kann ich auch noch mal die ein oder andere Klamotte umziehen. Wenn das jetzt auch nicht reicht. Immerhin bin ich jetzt mal als Erster dran. Das ist doch schon mal sehr erbaulich. Okay. Aber nach wie vor würde ich es halt auch mal hart feiern, mal selber die Wahl zu haben. Wisst ihr so, was ich gerne spiele? Enthusiasmus, nein. Fluch, Verwirrung. Verwirrung klingt gut. Oder habe ich... Nee, ich buff meine eigenen Leute jetzt erstmal. Ich bin ja relativ früh dran. Deswegen nehmen wir jetzt hier das lebendige Feuer. Und wisst ihr, lol, jetzt reiten halt die das hier einfach tot, ne? Der Unterschied ist halt schon echt krass. Ja, ihr könntet jetzt da ganz schön Kills setzen. Naja, einen immerhin. Na
Dann reiten die sogar wieder zurück. Aber wie weit können die denn? Die Bewegungsgeschwindigkeit ist halt schon krass jetzt hier mit den Banditen, ne? Wer ist jetzt dran? Ah, sie sind jetzt zum ersten Mal dran. So, die haben sich nochmal ein bisschen geheilt. Ah, shit. Naja, immerhin sammeln sie sich jetzt hier alle an dem Fleck. Ich kann also gleich gut drauf schießen. Und jetzt ist langsam aber sicher auch mal echt gut hier. So, die nächste Aktion kann nur gegen sie gehen. Deswegen ziehe ich sie jetzt schon mal dahin. Damit die auch nachher auch alle motiviert dahin laufen. Okay. Die kassieren beim Vorbeilaufen hier noch einen schönen Treffer. Und sterben an ihnen. Ja, also du kannst jetzt hier tatsächlich eigentlich hier den hier niedermachen, wenn du gleich dran bist. Ach nee, der ist tot. Ja, nee, dann warte ich. Weil eigentlich dürften sie jetzt ihn nicht angreifen können. Du gehst da hoch. Was könnte ich jetzt casten? Es hat ein Windgeist. Einer. Ich betone. Einer. Das ist halt echt nicht witzig. Ja, aber das könnte witzig sein. Ihnen den Weg zu gehen, hier ein bisschen zu versperren, dass sie da durch müssen. Ja, das dunkle Mal stört mich ja jetzt hier in diesem Zusammenhang ja nicht mal. Ey, ich würde halt zwei Mann verlieren. Spare ich mir den Scheiß halt auch. So. Die Bärchen können hier zu lang. Haben noch Schwäche verpasst. Die sind jetzt auch gleich dran. Ne, dann bleib ich hier im Weg. Ich mach mit dem jetzt halt echt nichts. Nein, tu ich nicht. Nö, ich mach nichts. Also ganz im Ernst, warum soll ich was tun, wenn ich so viele Leute verlieren würde? Ich geh nochmal einen Schritt weg, damit die hier komplett durchlaufen müssen. Ja, und jetzt verliere ich halt den Ritter, ne? Ich kann machen, was ich will. Ich kann ihn halt auch nicht retten oder sowas in der Art und Weise. Wobei, kann ich ihn teleportieren? Portal. Jawohl! Ich will halt nicht, dass er stirbt. Ey, warum seid ihr früher dran? Ey, es ist halt so assi, ne? Ich bin halt nur deswegen mit denen dahin, weil ich dachte, die kommen auf jeden Fall vor denen dran. Und jetzt sind die auf einmal so schnell. Oh, Mann. Das ist halt einfach so richtig uncool und assi. Ja, toll. Jetzt könnt ihr hier einen abstechen. Ohne Gegenwehr. Ich hätte halt gerne euer gesamtes Potenzial genutzt. Nicht zu fassen.
Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Schade. Immerhin heilen die sich jetzt hier gerade eben nochmal. Mit dir warte ich noch. Wie weit kommen die eigentlich? Ich weiß nicht, wie weit die kommen. Das ist das Problem. Ich möchte nicht, dass ich jetzt da denen hier volle Kanne reinrenne oder so. So, du stellst dich jetzt hier einfach in den Weg und machst erstmal gar nichts, bis ich da drüben getötet habe. Jetzt kriege ich noch einen Verlangsamen. Ja, nice, wird immer besser. Das wird immer schlimmer, ey. Jetzt komme ich garantiert gar nicht mehr vom Fleck. Alter, ey, das kann's doch nicht sein. Heilen bringt jetzt hier auch nichts mehr. Na, guck mal, so viel mache ich jetzt noch Schaden mit Feuerstrahl. Demnächst siehst du gar nicht mehr, dass ich irgendeinen Schaden damit machen würde. Fluch, Giftschädel. Und natürlich sind die alle wieder viel zu hochstufig, als dass ich sie hier irgendwie. Ja. Frostlinge, magische Fesseln. Enthusiasmus. Antreiben. Ich will das auskontern einfach. Ey, das ist halt einfach der Witz, ne? Diese komischen Magier sind halt im Nahkampf halt stärker als meine Reiter. Das ist auch echt nicht gut gebalanced an der Stelle. Echt nicht gut gebalanced. Ey, sag mal, was sind das für Viecher, dass ich die hier nicht kaputt kriege? Ich möchte jetzt mal wissen, was ihr seid. Klar, du hast halt einfach mal so Stufe 4 dunkle Adepten. Und hast halt auch gleich mal 4 davon. Ich könnte einen mitnehmen. Einen. Oder 2 höchstens. Okay, sie hatte 3. Egal. Nee, sie hatte ursprünglich 4. Ursprünglich hatte sie 4. Mhm. Tja, das war dann mal mein Reiter. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich hier noch zaubern soll, ne? Lauf! Soweit du kannst! Ja, die Skelette, die machen jetzt den hier tot und dann hoffe ich, dass ich den hier noch wegblocken kann. Ach, nur mit einer 20%igen Chance mache ich den tot. Das kann einfach nicht wahr sein. Kann ich vielleicht nochmal sowas wie Macht des Lichts anmachen? Einfach um diesen blöden Maximalschaden rauszuhauen. Ne, war mal 20%. Keine Ahnung, warum das gerade 20% dran stand. Ist, glaube ich, eine Crit-Chance gewesen, die 20%.
Oh, das ist cool. Also ich gewinne das jetzt, aber es ist einfach mal wieder ein komplettes Debakel, was die Einheiten angeht, ne? Ich kann nochmal schießen. Cool. Komm, schieß, schieß, schieß. Das Spiel braucht immer so lange, ey, für solche Berechnungen. Ich weiß nicht mal, was es da berechnet. Also es muss irgendwie einfach nur so in der Grafik-Engine so ein Ablauf sein. Nehme ich mal an. Okay, wir haben gewonnen, aber fragt mich nicht, wie es sich anfühlt. Es fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich nicht nach einem guten Sieg an. Wo hat denn diese dunklen Adepten her? Und diese mega krassen Zauber? Nicht zu fassen, ey. Ja. Und damit ist das einfach so jetzt erledigt. Jetzt soll ich ja noch mit Bernhard sprechen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich setze auf jeden Fall schon mal auf. Also Truppen haben wir ja gerade eben richtig krass eingebüßt. Und ich bin echt super enttäuscht, wie das jetzt hier gerade eben gelaufen ist mit den Hitpoints, mit den Untoten. Dass ich halt echt keine realistische Chance hatte. Mit den... Hello, Bernard. How are things? Oh, Creator. I didn't see that one coming. You saved us once. Saved us twice. How did you even find out about this new calamity? Sax told me, at the Mage's Tower. He was extremely contrite about his past behavior. Good grief. If that's true, I guess just let him in. We have to thank him properly. So, habe ich jetzt hier das ja auch weitgehend, naja, nicht abgeschlossen. Ach, ich muss noch mit Amanda jetzt auch noch sprechen, okay. Wo ist sie denn jetzt? Ach, jetzt ist sie da vorne, okay. Ja, dann labern wir doch. Warum kann ich eigentlich nie vom Pferd aus labern, aber handeln? Seltsam. Oh, there's no better protector of Parnak than you. We will praise you in story and song. Here. I was gonna give it to Sax. But since he never brought those golems, and he's not here himself. Cool. Ich habe einen Ring bekommen. Aber ich frage mich gerade eben, warum eigentlich diese Stadt immer noch, oder dieses Dorf immer noch so tot wirkt, ne? Also ich meine, klar, die Zerstörung, logisch, aber die Fliegen, die da noch rumfliegen. So, wir haben Parnak jetzt hier auch noch befreit. Ansonsten gibt es jetzt hier keine Sachen mehr, die wir tun könnten. Ich schaue gerade eben nochmal, was wir jetzt für Items bekommen haben. Denn wir haben gerade was bekommen, diesen Ring hier zum Beispiel. Ein legendärer Gegenstand. Ausweichen plus 3. Der größte Magier Kolrik war für sein ungestümes Handeln und seine mächtigen Kampfzauber bekannt. Hm, noch mehr arkanes Wissen. Zauberkraft. Widerstand. Widerstand. Also es sind schon bessere Sachen jetzt hier. Rein mit dir. Und dann haben wir noch diesen Ring hier. Das bringt dann nochmal Initiative für Banditen. Das hätte ich natürlich vorhin machen können, aber hätte auch nicht viel geändert. Tempo für Anarchie hätte ich auch noch machen können, hätte aber auch nicht viel geändert. Moral für die Banditen. Ja, das hätte vielleicht was geändert, tatsächlich. Deswegen nehme ich das raus und das rein. Weil ich ja gerade eben wieder mit den Banditen unterwegs bin. Auch wenn ich das eigentlich nicht will. Ja, und dann. Ich benutze halt einfach gerade keine Untoten, ne? Das macht mich traurig. Sogar sehr traurig, Freunde. Mehr Schaden verursachen. Was ist das hier noch? Zauberkraft, arkanes Wissen, Widerstand. Das ist nur Geld. Die Stiefel bringen einfach nur arkanes Wissen und Bonus für Untote. Das ist Bonus für alle. Ja, also ich würde ganz, ganz gerne ja mit den Untoten spielen, aber wir haben ja gerade immer wieder gesehen, was das Problem ist. Diese Untoten-Einheiten sind ähnlich wie die Gewandheitseinheiten einfach völlig von Fuß, nämlich zum Wegtreten.
Schade eigentlich. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Und ja, macht dann einfach mal an dieser Stelle einen Cut. Bin gespannt, wie viele von euch das Ganze hier noch verfolgen. Vor allem halt auch, weil die letzten Folgen ein bisschen salty wurden von meiner Seite. Oh, das kann ich öffnen. Nett. Wieso war ich da noch nicht drin? War ich da noch nicht? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich war da anscheinend noch nicht. Wow, nochmal Kriegskunst plus eins. Aber ich bin mir sicher, ich war da schon mal. Aber es kann auch gut sein, dass ich es mit dem Dingens war, ne? War ich hier schon? Da war ich schon. Ey, ohne Witz, ich habe es mit dem Eiwar verwechselt. Also wie gesagt, ich bin gespannt, wie viele von euch das jetzt noch schauen. Aber ich mache es jetzt auch ein bisschen von euch abhängig, ob wir jetzt hier weiterspielen. Aber das Spiel hat in der Mitte so einen richtigen Durchhänger, möchte ich mal sagen. Wo es so nach der ersten Phase des Tutorials, wo das Tutorial jetzt auch nicht unbedingt so der Burner war, besser wurde und mich begeistert hat, ließ die Qualität der Erzählung doch merklich nach an manchen Stellen und auch qualitativ, so rein vom Gameplay ließ es nach. Aber ich bin gespannt, wie viele von euch noch zuschauen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage dann auf jeden Fall, macht's gut, bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Tschüss und Ade.